Lüge, Verrat, Verzweiflung an Gott und freiwillig wählen den Tod. Mit diesen vier Steinen mordete sich der unselige Judas. Die Sünde von Sodoma und Scheinheiligkeit sind die mächtigen Eckesteine. Sie stützen den Bau allein. Ja, also Sie fragen zu meiner Person. Ich komme aus Weißenfels, lebe und arbeite dort, zum Teil im Lehramt für Religion, Kunst und Mathematik, das sind meine Fakultas, und zum Teil natürlich auch mit eigenen künstlerischen Projekten. Ich habe mein Atelier, meine Werkstatt in Weißenfels, habe auch das Kunst- und Kulturprojekt Brandsanierung aufgebaut, das ist also ein entsprechendes Kulturprojekt in Weißenfels in der Region des Burgenlandkreises ist, und habe dort eben, wie gesagt, auch mein Atelier. Ja, ich arbeite gern thematisch, also zu thematischen Schwerpunkten, und unter anderem habe ich zu Mechthild von Magdeburg gearbeitet. Wir haben ja 2008 das 800-jährige Jubiläum von Mechthild von Magdeburg gefeiert, und in dem Zusammenhang ist diese Ausstellung entstanden, die hier heute im Literaturhaus gezeigt wird. Und das freut mich natürlich ganz besonders, dass sie wieder in Magdeburg angekommen ist, denn ich hatte sie damals schon in der St. Sebastianskirche gezeigt und deshalb ist sie hier als Literatin auch wieder angekommen. Ja, Hintergrund dieser Ausstellung, Mechthild von Magdeburg ist Mystikerin, ihr Hauptwerk, ihr Buch ist das fließende Licht der Gottheit, das liegt dieser Ausstellung zugrunde. Ich habe im Prinzip Passagen bzw. Texte aus diesem Buch herausgenommen und dazu entsprechend mit Bildern gearbeitet. Ich arbeite mit sogenannten Spolien, also das sind Zitate aus der Kunstgeschichte, vornehmlich hier natürlich aus der Zeit des 13. Jahrhunderts, aus Mechthilds Zeit, aus der Gotik. Und ja, zugrunde liegt natürlich auch die Fließmetaphorik, also das Gottesbild der Mystikerin, das hier in den Bildern verdeutlicht wird. Ich habe die Dialoge rausgenommen aus diesem Buch. Ich habe teilweise zu Mechthild, zur Mystik selbst, also wie sie gegrüßt wird vom Heiligen Geist, ihr Buch, das beleuchtet wird von den Propheten, also verschiedene Sachen dazu erarbeitet. Meine Technik ist der Linolschnitt, also großformatige Linolschnitte. Teilweise haben manche Arbeiten bis zu 20, 30 Drucke, das heißt also, sie sind in Schichten auch aufgebaut. Ich denke, das ist vielleicht kurz der Hintergrund zu dieser Ausstellung. Elohim!